Hallo und guten Tag. Wenn ich mich in Word befinde und möchte eine Tabelle haben, in meinem Text, auf einem leeren Blatt, egal wo, dann gibt es die Möglichkeit, über das Register Einfügen, Gruppe Tabellen, die Tabelle zu erstellen. Also Einfügen, Gruppe Tabelle. Und wenn ich hier mit meiner Maus rüberstreiche, Sie sehen schon, da wird das farblich hinterlegt und auf meinem Blatt entsteht auch schon die Vorschau. Wenn ich jetzt hier klicken würde, ist meine Tabelle da. Hätte aber auch die Möglichkeit, hier drauf zu gehen und exakt meine Spalten und meine Zeilen anzugeben. Je nachdem, wie ich das möchte. Wobei es gar nicht entscheidend ist, weil ich auch alles nachträglich noch vergrößern oder verkleinern kann, wie ich das möchte. In diesem Fall sage ich mal, ich möchte hier diese Schnelltabelle einfügen, markiere mal 3x3. Dann habe ich sie hier. Hier ist so ein kleines Symbol, das ist mein Tabellenanfasser. Wenn ich da mit der linken Maustaste drauf gehe und das gedrückt halte, dann kann ich es entsprechend verschieben, je nachdem, wie ich das möchte. Ich kann sie auch ganz nach oben schieben, dann müsste der Text nach unten rutschen. Jetzt habe ich also die Tabelle 3x3. Ich kann hier immer noch schieben, das heißt, was größer oder kleiner machen, immer mit gedrückter linker Maustaste. In diesem Fall hat es nicht funktioniert, ich muss mir erstmal ein bisschen Platz schaffen. Und wenn ich jetzt meine Tabelle ist zu klein, ich brauche da noch eine Spalte drin. In dem Moment, wenn ich meine Tabelle anklicke und sie ist markiert, dann habe ich hier oben die Tabellentools. Hier habe ich erstmal den Entwurf. Da kann ich mir zum Beispiel schon mal aussuchen, ob meine Tabelle bunt werden soll. Oder ich könnte hier mit Schattierungen arbeiten für die ganze Tabelle, wenn ich hier draufklicke. Ich gehe mal auf rückwärts. Na, meine Maus hakt auf rückwärts. Wenn ich nur in einer Zelle stehe und klicke drauf, ist es eben nur für die eine. Genauso habe ich hier die Möglichkeiten, mir Rahmenarten auszusuchen. Das heißt, ich kann das auch bunt gestalten, wie ich möchte. Hier kann ich mir die entsprechenden Stärken aussuchen. Sie sehen, meine Tabelle kann ich individuell gestalten. Wichtig ist, wie gesagt, wenn ich da was drin mache, muss sie auch entsprechend markiert sein. Wenn ich jetzt sage, mir fehlt noch eine Spalte, dann habe ich hier im Layout auch die Möglichkeit, ich möchte jetzt noch eine Spalte, sage ich mal, rechts einfügen. Und schon ist sie da. Ich könnte auch die links oder darunter einfügen. Alternativ, ich arbeite immer ganz gerne mit dem Rechtsklick. Wenn ich mich hier hinstelle, dann wird meine Maus zu so einem schwarzen Pfeil. Und wenn ich da einen Rechtsklick mache, dann habe ich eben auch die Möglichkeiten, hier was einzufügen. Spalten links, rechts und so weiter. Spalten löschen, verbinden, gleichmäßig verteilen. Das kann ich alles auch hier machen. Genau diese Sachen, die ich hier eben habe. Mit dem gleichmäßig verteilen, das ist im Prinzip, wenn meine Tabelle markiert ist, dann habe ich hier die Möglichkeit, die Zeilen zu verteilen. Jetzt sind die alle gleich und wenn ich die Spalten alle gleich haben will, dann so. Dann habe ich hier die Möglichkeiten, die Spaltenhöhe oder die Spaltenbreite einzugeben. Ich könnte es aber auch alternativ wieder über den Rechtsklick mit den Tabelleneigenschaften machen. Da habe ich hier auch die Zeile, die Spalte, die Höhen, je nachdem, was ich einstellen möchte. Wenn ich jetzt meine Tabelle nicht mehr brauche, ich schreibe hier mal was rein und denke, na klar, dann markiere ich die und drücke die Entferntaste, dann verschwindet leider nur der Text. Wenn ich die ganze Tabelle weghaben möchte, entweder mache ich es hier über dieses Menü, da habe ich die Möglichkeiten, die ganze Tabelle zu löschen oder einzelne Zeilen oder Spalten. Oder ich drücke einfach, wenn die Tabelle hier markiert ist, meine Korrektur- oder Backspace-Taste. Dann ist sie auch komplett weg. Aber ich brauche sie ja noch, ich wollte Ihnen ja noch was zeigen. Wenn ich jetzt hier einen Text drin stehen habe und denke, Mensch, dieser Text ist ja blöd, der könnte ja mittig stehen. Wenn ich jetzt noch eine Zeile einfüge, steht er auch nicht mittig. Also funktioniert so nicht. Dann kann ich das also entweder für die einzelne Zelle sagen oder ich kann es auch gleich für die ganze Tabelle sagen, dass mein Text so mittig kommen soll. Manchmal funktioniert das auch nicht. Dann haben Sie vielleicht hier an dieser Stelle nochmal die Absatzmarke gedrückt. Und das sieht man gar nicht, wenn man die Steuerzeichen nicht drin hat. Hier ist ja meine Absatzmarke. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte das bitte hier runter haben, dann passiert hier gar nichts, weil diese Absatzmarke noch drin ist. Erst wenn ich die wegnehme, dann springt mein Text auch in die Mitte, so wie ich das haben möchte. Also manchmal auch die Steuerzeichen sind ganz nützlich. So, ich blende sie mal wieder aus, dass nicht ganz so irritierend ist. Probieren Sie es einfach mal aus. Schöne Sache ist auch hier die Tabelle. Ich kann meinen Text
vielleicht auch senkrecht stellen, was ich möchte. Ich kann ihn sortieren und so weiter. Ich habe hier noch mal eine andere Tabelle vorbereitet, eine etwas größere. Die geht über zwei Seiten und Sie sehen, bei der zweiten Seite, da fehlt also auch die Überschrift. Wäre also nicht so ganz günstig, wenn ich das drucken würde. Sortieren kann ich meine Tabelle mit dem A bis Z, das kennen Sie. Irgendwas sortieren funktioniert hier ganz genauso. In diesem Fall habe ich schon gemacht. Was ich jetzt hier haben möchte, ich möchte, dass meine Überschriften auf der zweiten Seite wiederholt werden. Das heißt, ich stehe in meiner Tabelle drin und sage Überschriften wiederholen. Und wenn ich jetzt in meine Seitenansicht und drucken gehe, dann sehen Sie, die zweite Seite hat auch die entsprechenden Überschriften. Also Tabelle ist kein Hexenwerk. Man muss sich ein bisschen mit warm arbeiten, eigentlich eine ganz, ganz schicke Sache. Ich mache noch ein paar Videos zu Tabellen. Man kann die auch zeichnen, man kann auch Texte, die man vorher hat, hinterher in Tabelle reinbringen. Man kann auch Texte, die man in Tabellen hat, wieder rausholen. Ganz, ganz viele Möglichkeiten, die da sind. Aber ich denke mal, das sind Themen der nächsten Videos. Dann haben Sie einen Grund, mich wieder zu schauen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, Daumen hoch, danke und tschüss.